Ja, meine Lieben, ich habe hier was sehr Seltenes. Warum sehr selten? Denn diese Villa befindet sich in Kestel. Ja? Und wir haben hier elektrisches Tor. Ja, da wird gebaut da oben. Sorry für den Lärm. Hier haben wir ein elektrisches Tor und dann haben wir hier verschiedene überdachte Parkplätze. Grundstücksgröße sind 2250 Quadratmeter brutto und die Wohnung hat ca. 500 Quadratmeter brutto. Wir haben hier eigenen Tennisplatz und sowas ist halt sehr selten, deswegen kostet sie auch 1,75 Millionen Euro. Ich denke mal, natürlich wird man da verhandeln und werde ich euch den Preis natürlich drücken. Also 1,75 Millionen Euro, so ist der Listenpreis. Das wäre der eigene Pool und das wäre die Aussicht. Das wäre die Aussicht, das ist schon fantastisch, nur heute ist es ein bisschen dunsig. Deswegen sieht man zum Beispiel hier Kargejak nicht so sehr. Ja. Also wie gesagt, wir sind hier in Kestel und jetzt kommt das Geile. Zum Strand haben wir jetzt 5 Minuten mit dem Auto. Ihr könnt, wenn ihr hier die besichtigen kommt, dann fahr mal. Ich schaue auf die Uhr, 5 Minuten, ganz normal gefahren, vom Strand hierher. Da wohne ich bei der Moschee mit den 2 Minaretten. Da wohne ich, da ist der BIM und da ist mein Café. Und dann haben wir hier auch noch Bergblick. Dann haben wir hier die Veranda und bei dem Preis kann man natürlich erwarten, dass sie voll ausgestattet ist. Und das ist sie auch, voll ausgestattet und auch vom Design her modern und etwas Landhaus-Style, aber wirklich top. Wir haben 4 Bäder, jetzt bin ich ganz falsch reingekommen, wir haben 4 Bäder, wir haben 3 Balkone, wir haben 4 Schlafzimmer, wir haben 2 Wohnzimmer. Wie ist es hier mit den Nebenkosten? Hier gibt es keine Nebenkosten, weil das ist komplett euer Grundstück, das ist komplett eure Villa. Paar Besonderheiten, komplette Fußbodenheizung, paar andere Besonderheiten, eigener Aufzug, damit man, ja, lacht nicht, ich habe Leute, die sind halt, haben halt Gehprobleme. Das hier ist der Eingangsbereich. So, ich beeile mich mit dem Aufnehmen, denn wir haben Freunde, Gäste, die auch warten. Und hier haben wir die Küche. Das ist die wunderschöne Küche, riesengroß. Das ist der Essbereich. Hier haben wir die Veranda. Hier haben wir die Veranda mit dieser Aussicht. Die Aussicht ist natürlich nicht schlecht. Wie gefällt euch die Aussicht? Hammer. Echt geil. Riesen Wohnzimmerecke und die Sofas sind sehr bequem. So, und jetzt schauen wir uns den Rest an. Hier haben wir den Fernsehbereich. Also ihr habt es gehört, den beiden gefällt es auch. Ich wollte euch nur noch schnell die Küche vom Gartenbereich zeigen. Hier haben wir... Man kann hier auch Pflastersteine hinstellen oder ich würde hier so einen Holzboden hermachen und als Veranda. Und hier haben wir nochmal eine Küche mit einem Kamingrill. Also das ist wirklich ideal für Familien mit Kindern, weil man hier gemeinsam dann kochen kann und hier auf diesem Platz hier grillen kann, essen kann, Spaß haben kann. Und da vorne läuft man zum Pool. Also ihr merkt schon, so viel wie ich laufen muss, die Grundstückspreise sind halt sauteuer hier in Kestel, unbezahlbar. Deswegen wundert euch halt nicht wegen dem Preis von 1,75 Millionen, weil die Grundstückspreise so hoch sind. So, und jetzt gehen wir schnell. Das wäre die Garderobe. Platz für Schuhe. Dann hier haben wir den Aufzug. Und hier unten haben wir ein Schlafzimmer, ein Gästeschlafzimmer.
Gästeschlafzimmer mit Klimaanlage und Fußbodenheizungskontrollzentrum. Dann haben wir hier ein Bad, das Gästebad. Hier haben wir das Gästebad mit Dusche und Minifenster. Dann haben wir, ich gehe jetzt mal die Treppe rauf, obwohl schauen wir uns doch mal den Aufzug an, warum nicht den privaten eigenen Aufzug. Sehr schön, schaut sehr schön aus. So, privater eigener Aufzug. Bei privaten eigenen Aufzügen ist es so, dass man das auf freiwilliger Basis kontrollieren lassen muss. Hier kommt nicht jedes Monat einer zum Kontrollieren. Bei Gemeinschaftshäusern ist das aber so. Ne? So, meine Lieben, also wir sehen hier schon hier nochmal ein Schlafzimmer mit riesen Schrank. Dann, wir haben überall auch Rollos. Die Fenster sind wirklich top, gehen ganz leicht auf und zu. Fliegengitter haben wir auch. Dann haben wir hier, wo habe ich es denn? Ja, hier haben wir nochmal einen Balkon. Das wäre der Balkon. Zu der Aussicht brauche ich ja nichts dazu sagen. Ja, das wäre schon echt nicht schlecht hier mit Kindern vor allem. Wie gesagt, Leute, wegen dem Preis sagt nichts, dass es zu teuer ist, weil die Grundstückspreise sind teuer. Und wenn wir hier schon 2200 Quadratmeter haben, das ist natürlich schon allein Grundstückspreis wäre das wert. Ihr könnt gerne googeln, schaut nach. Ihr wollt ein Grundstück kaufen in Kestel. Erstens werdet ihr nichts finden. Ist so. Ihr werdet nichts finden. Ja, das Schlafzimmer ist natürlich noch schöner. Das Schlafzimmer ist noch schöner mit eigenem Bad wieder. Sehr schön. Und zwei Duschbereiche. Das ist ja interessant. Hm? Sehr schön. Die Türken, denen brauchst du nichts mehr beibringen. Ja? Bald haben sie Standards, wo dann die anderen schon lange nachmachen müssen. Schon lange. So, dann haben wir hier noch lauter Schränke. Dann haben wir für die Frau hier einen Schminkbereich. Ja, ihr merkt, ich bin fast wieder bei 100%. Und darüber mache ich nochmal ein gesondertes Video, weil ich bin der Meinung, das war nicht normal. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass C nur eine normale Grippe ist. Aber das war sehr heftig. Ich bin eigentlich immer gesund. Und jetzt bin ich wieder bei 90, fast 100% wieder. Also sehr schön, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir hier noch den Kleiderschrank. Den haben wir schon angeschaut. Dann geht es hier weiter. Hier hätten wir auch wieder ein paar Schränke. Da haben wir einen Homecomputer, Haussteuerung. Das wäre Wohnzimmer Nummer 2, wenn man zu faul ist, runterzugehen. Sehr schönes Sofa, gefällt mir sehr von der Farbe her. Also wirklich super tapeziert, super Stuckarbeiten. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Auch sehr schön. Ich habe abgenommen, aber ich habe wieder zugelegt. Also Leute, jeder sollte ein bisschen mehr haben als zu wenig, weil wenn man dann so eine Krankheit hat, wo man 4 Tage nichts isst, dann sollte man schon was an den Rippen haben, um das abgeben zu können. Versteht ihr, was ich meine? Dann nochmal hier, das ist ja ein schöner Raum. Ach ja, das ist der geschlossene Wintergarten. Das ist der geschlossene Wintergarten. Wenn man praktisch, wenn es zu kalt ist, kann man praktisch im Winter hier dann sitzen und es ist schön warm. Und wenn es zu warm ist, schaltet man die Klimaanlage an. Also Leute, ich muss echt sagen, sehr gut. Das ist der Preis wert. Vor allem eine bessere Aussicht wird schwierig. Ja?
Ihr müsstet mal die Aussicht sehen, wenn das nicht so verdunsen ist. Eine bessere Aussicht ist schwierig. Und schaut, das gehört alles dann euch, dieser gesamte Grundstücksbereich von 2700 Quadratmeter gehört alles euch. Dann diesen zweiten Wohnzimmer hatten wir. Dann die zwei Schlafzimmer hatten wir. Jetzt gehen wir noch ein Stück hoch. Oh, die Lampen gehen automatisch an. Das ist ja schön. So, und jetzt rufen wir uns den Aufzug. So, jetzt rufen wir uns den Aufzug. Ach, das ist das Hauptschlafzimmer. Jetzt. Das ist das Hauptschlafzimmer. Das wäre der begehbare Kleiderschrank. Top. Tja, Leute, dann noch ein kleiner Kühlschrank noch dazu, wo man hier am Balkon noch was schlürfen kann. Dann nochmal ein Fernseher. Und das Hauptbad. Das Hauptbad. Sehr schön. Und die eigene Sauna. Jetzt werden bestimmt wieder viele hetzen über mich und sagen, ihr filmt immer so teure Sachen. Leute, gerade ich, der immer schaut, dass er auch günstige Objekte hat. Ja, bitte, gerade ich. Sowas muss auch sein. Sowas muss auch sein. Sowas möchte ich auch anbieten. Ja? Aber jetzt kommt das Wichtige. Wenn es so sauteuer, dann muss es auch einen Gegenwert haben. Darauf achte ich sehr. Dass die Leute nicht irgendwie viel zu viel zahlen und nichts dafür bekommen, das ist bei mir nicht möglich. So, was haben wir denn hier? Also wirklich super. Das gehört alles zum Schlafzimmer dazu. Ja, das ist kein Traum, Leute. Das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. 15. Februar ist, glaube ich, heute, oder? 16. So, meine Lieben, so viel jetzt mal von mir. Jetzt habt ihr es gesehen. 500 Quadratmeter circa Wohnfläche. Die hat es auch wirklich. Sechs Zimmer, vier Schlafzimmer und schöne Schlafzimmer. Top ausgestattet. Wirklich mega. Okay, so viel mal von mir. Wer Interesse hat, meldet sich. Preis ist mit Schuhe anziehen-Ding. Wie heißen die Dinge? Ihr wisst schon, dass man in die Schuhe reinkommt. Das ist mit dabei. Okay, soviel von mir, liebe Grüße. Ich hoffe, diese Villa gefällt euch. Die gehört nur euch dann. Und nur ihr wohnt hier auf 2200 Quadratmeter circa mit eigenem Aufzug. Vielen Dank, liebe Grüße. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch.
sowas darf man nicht wieder verlieren. Das war anstrengend, sehr anstrengend.